Vor dem Hintergrund ihres bundesweiten Umfragehochs hat die AfD erneut eine kommunale Wahl in Ostdeutschland für sich entschieden. Der AfD-Kandidat Hannes Loth gewann am Sonntag die Bürgermeisterwahl in der Kleinstadt Ragun-Jesnitz in Sachsen-Anhalt. Nur eine Woche nachdem im thüringischen Sonneberg mit Robert Sesselmann erstmals ein AfD-Landrat gewählt worden war. Der Landtagsabgeordnete Loth setzte sich in der Stichwahl mit 51,13% gegen den parteilosen Kandidaten Nils Naumann durch. Der 42-Jährige wurde damit zum ersten hauptamtlichen AfD-Bürgermeister in Sachsen-Anhalt gewählt. Die AfD sprach auf Twitter sogar vom ersten AfD-Bürgermeister Deutschlands, wobei bis 2020 im baden-württembergischen Burladingen ein Bürgermeister amtierte, der zur AfD gewechselt war. Loth betonte am Abend, sein Wahlkampf sei rein auf kommunalen Themen aufgebaut gewesen. Ob ihm die Wahl Sesselmanns geholfen habe, wisse er nicht. Während Landespolitiker von Linken und Grünen in Sachsen-Anhalt besorgt reagierten, freute sich AfD-Landeschef Martin Reichardt über ein Signal, dass wir den bundesweiten Aufwärtstrend, gerade auch hier in Mittel- und Ostdeutschland, verstetigen können. Der Verfassungsschutz hat die Partei bundesweit als Verdachtsfall im Bereich Rechtsextremismus eingestuft. In deutschlandweiten Umfragen liegt die AfD derzeit bei um die 20%. Nach der Stichwahl in der 8.800 Einwohnerstadt Ragun-Jesnitz erklärten die linken Landesvorsitzenden Janina Bötticher und Hendrik Lange, es ist beunruhigend, dass es nun Vertretern rechtsradikaler AfD-Landesverbände gelingt, kommunale Spitzenämter einzunehmen. Der Grünen-Landesvorsitzende Dennis Hellmich bezeichnete das Ergebnis als massiv enttäuschend. Der CDU-Landrat des Landkreises Anhalt-Bitterfeld, in dem Ragun-Jesnitz liegt, warnte vor weiteren Erfolgen der AfD. Das ist kein Sachsen-Anhalt-Phänomen. Loths Wählerinnen und Wähler seien keineswegs alle Rechtsradikale. Das sind ganz normale Menschen von nebenan, wie du und ich, sagte Andi Grabner der Deutschen Presseagentur. Angesichts des AfD-Höhenflugs warnte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer vor einer zunehmenden Polarisierung in Deutschland. In diesem Land gerät etwas ins Rutschen, sagte der CDU-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Die Menschen seien verstört, wie Politik gemacht werde in Deutschland. Wir sind auf einem Weg in eine Polarisierung, wie wir sie aus Amerika kennen. Die Debatte der vergangenen Woche hat nicht erkennen lassen, dass alle das begriffen haben, so Kretschmer. Selbst bei der Wahl in Sonneberg hätten vor allem Deutschland-Themen eine Rolle gespielt. Energiewende, Heizungsgesetz, Flüchtlingspolitik und Russland-Embargo haben der AfD den Sieg gebracht, erklärte Kretschmer. Diese Themen drohen die Gesellschaft zu zerreißen. Politiker griffen zu Schuldzuweisung und Abgrenzung, statt sich mit unangenehmen Wahrheiten auseinanderzusetzen. Das sei nicht verantwortungsvoll. Laut Kretschmer müsse es jetzt um Sachfragen gehen.